So, meine lieben Freunde, wir sind hier bei Küchenwelten Kiel und jetzt wird gekocht. Und zwar habe ich zu dem Bre gesagt, dass ich safe einen besseren Burger hinkriege als er. Ja, sag mal warum. Weil ich kann. Nein, weil er seine Mutter einen Burger gemacht hat und er hat ihr zugeguckt. Er hat nicht mal Salat geschnitten und hat gesagt, ich kann das genauso jetzt. Das war sein Argument dafür. Also ich kann es auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr krass da drin. Wir haben auf jeden Fall jemanden, der die Sachen testet. Ja. Das Problem ist, er ist gegen 98% der Sachen allergisch. Ja, das ist auch das Ding. Und ist ein bisschen Hypochondritis leider. Ja. Aber das ist ja egal. Aber er wird am Ende testen und wird entscheiden, welcher Burger der bessere ist. Richtig. Seid grüßt, meine Herrschaften. Ich darf tatsächlich heute das Ganze verköstigen. Ist das kacke. Ich hoffe, dass ich das überleben werde. Erste-Hilfe-Koffer ist vorhanden. Er kann nicht kochen, er glaubt es. Er kann verköstigen, aber nicht kochen. Und heute ist es meine Aufgabe. Du bist zum Essen, hier nicht zum Reden. Aber Dankeschön. Okay. Ja gut, wir machen jetzt. Wir okay, fangen jetzt an. Los. Es geht darum, wer den besseren Burger macht. Und ich sage euch, wir waren vorhin einkaufen und der Typ hat einfach Toastbrot geholt. Guck mal, ich nehme meine Uhr ab und das mache ich nur, wenn ich ernst mache. Wir haben hier unsere Platten. Jeder hat so eine... Hier ist Wasser drin. Ich sag euch eine Sache, der Mann hat mir alles nachgekauft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe eine Sache genommen und der dachte, oh ja, das. Der hätte die Hälfte vergessen. Das stimmt gar nicht. Weißt du was? Rede nicht. Wir fangen jetzt an. Wir waschen uns jetzt als erstes die Hände. Robert, komm, ja. Ich weiß, das magst du nicht so gerne. Aber definitiv, wenn wir... Er ist zu fett, was soll ich machen? Okay. Ah, Bruder, das ist... Ja. Ah. Warte, ganz kurz. Wir machen mit Zeitlimit, das weißt du, ne? Nö. Natürlich, ich fange an. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall schon mal extra Gewürz. Tomaten-Mozzarella-Gewürz. Hä, schneidet jetzt schon Zwiebeln? Das mache ich in Hackfleisch mit rein. Das mache ich auch. Na, natürlich. Guck ihn dir an, wie er meine Sachen klaut. Ich schwör's dir, dass. Das ist so geisteskrank, Digga. Ich weiß nicht, warum ich bei Roa das Gefühl habe, er wird sich verletzen irgendwie. Alleine, dass du weiße Zwiebeln benutzt statt rote, sagt mir schon, dass du völlig verloren bist. Rote Zwiebeln kommen auf den Burger drauf. Komplett einmassieren, damit es sich komplett verteilt. Brauchen wir uns auch gar nicht, ne? Irgendwie zu schämen, komplett rein mit den Fingern, alles durchkneten. Ich tue einfach so, als ob ich das schon mal gemacht habe. Ich habe das erste Mal, dass ich meinen Hackfleischburger alleine mache. Aber ganz, ganz fein so, dass man so, guck mal, er macht das so auf Krampf. Man merkt schon, redest du? Kacke. Hier, wir machen ein bisschen Rolli. So. Haben wir jetzt diese Spachtel oder wie die heißen? Dezent, nicht zu viel. Man merkt schon, ich habe Ahnung. Du erwartest so viel davon, Robert, das ist das Schlimme. Ich erwarte von meinem Burger nicht so viel, weil ich weiß, ich habe das noch nie gemacht. Und deswegen denke ich, dass meine Enttäuschung nicht so hoch sein wird wie deine. Das sage ich so. Wie scheiße ist er denn? Ja, okay, gut. Da sind fette Zwiebelstücke bei ihm mit drin. Dann hast du doch gewonnen, ist doch okay, Robert. Wir machen jetzt auf B einfach. Einfach Boost. Da werde ich, und das wird mir Robert sowieso nachmachen, kleine Tomaten benutzen. Warum? Weil diese großen Tomaten den Burger immer richtig wässrig machen. Und darauf habe ich heute keine Lust. Ich benutze gar keine Tomaten. Da gebe ich euch einen Trick. Habt ihr gehört? Das zieht sich ja auch ein. Und ich will, dass es so ein dickes Ding wird, ne? Weil Biden Back steht auf dicke Dinger. Ich sage euch jetzt, womit ich punkten werde, womit ich hoffentlich punkten werde. Ich kann auch komplett kacke liegen. Ich werde nämlich meine eigene Soße machen. Meine eigene Burgi-Soße. Ketchup, Mayo ist es. Hast du Mayo? Wir werden hier einfach ein bisschen Mayo nehmen. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Mayo drauf gemacht. Dann werde ich ein bisschen Burgi-Dings machen. Ich brauche Knoblauch. Okay, gib mir mal Knoblauch da vorne. Nee, gerade keine Lust. Du bist so schlimm, Rohat. Warte, und das ist mein Special. So, wo sind rote Zwiebeln? Nein. Tu jetzt nicht so, als ob du rote Zwiebeln nehmen wolltest. Hier, die ist doch fertig, Bruder, die ist doch halb. Guck mal, wir machen ja immer noch die Soße, ja? Das sind ja nicht mal richtige Zehen mit in die Soße. Ah, einfach. Die Gewürze habe ich vergessen. Ja, klar. So, auf ein bisschen. Nicht zu viel. Paprika edelsüß brauchen wir. Ein bisschen Ketchup. Hier habe ich schon die Stückchen reingemacht vom Knoblauch. Jetzt kommt hier noch Pfeffer rein. Buletten habe ich keinen Pfeffer reingemacht. Das nehmen wir jetzt über die Soße auf. Ey, wo ist Salz? Ist egal, ich achte einfach darauf, dass man auch selber gemachte Sachen hat. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich dachte, auf den Käse muss es jetzt letztendlich nicht aufkommen, weil beide werden Cheddar nehmen. Beide werden Cheddar nehmen und ich hatte keinen Bock. Weißt du, was er genommen hat? Grill-Toast-Käse hat er genommen. Ich denke mir das gerade wirklich aus. Es kann auch richtig komisch sein. Ich habe das nirgendwo gesehen bis jetzt, noch nirgendwo. Ich hab's auf Instagram gestern gesehen. Wirklich? So was, was du gerade machst, ja. Ich sage euch nämlich, warum ich das hier mache. Das hier soll nämlich in der Mitte sein. Das brate ich nachher. Bolette, das. Gecheckt, Rohat? Wow, das riecht wirklich krass nach Burger. Boah, schau dir bitte die Bulette an. Gut, dass ich die Hose anhab. Boah! Man sieht einfach die Zwiebel da drin, Digga. Normal. Käse, Aubergine.
Aubergine. Und schau jetzt. Jetzt kommt nämlich auf das untere Ding hier. Ich weiß, eigentlich kann man das noch, das Brot noch ein bisschen warm machen und sowas. Aber ich will, dass es weich bleibt, weil wenn ihr das, das ist sehr, 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 sehr weich, das Brot. Er macht jetzt schon Käse drauf. Das ist auch mein Burger. Er ist so, er denkt, er kann so krasse Sachen machen. Das macht gar keinen Sinn. Digga, er denkt, er kann Aubergine, dies, das. Das wird ihn am Ende ficken. Ich mach's klassisch, aber gut. Kann jeder essen. Also das ist mein Vorteil, sage ich. Du bist voll gemein. No risk, no fun. Das Fleisch ist dicker als ich, Rohat. Ich weiß. Soll auch ein krasser Burger werden. Boah, sehr, sehr gut. Ist perfekt fertig geworden. Ich glaube, das mit dem Toastbrot hier, das war nicht so eine gute Idee, dass ich das brate. Deswegen werde ich jetzt das wieder rausnehmen. Siehst du dieses Knusprige? Und das ist das essentiell Wichtige. Ja, unterschätzt die Aubergine. Eine Tomate, dann würde ich die Aubergine noch drüberlegen und dann ist es mein Burger. Dann ist es mein Burger. Hier, so, die Aubergine. Legen wir jetzt von oben drauf. Ey, das ist geisteskrank, wie das aussieht. Ketchup. Ich weiß nicht, was er da macht. Guck mal her, Breitenberg. Ey, warte mal, lass uns nicht ihm die Burger zeigen. Er soll selber gucken, welchen er nimmt, dass es unparteiisch ist. Ein auf den. Das hast du so heftig bei TikTok irgendwo gesehen. Ey, warte mal, das war Glas. Das geht es trotzdem aus, oder? Keine Ahnung. Fertig. Und das ist es, oder was? Das ist es. Okay, also ich habe jetzt gesetzt auf Double Chili Cheese. Nein, das ist kein Chili. Double Cheese. Gurken, saure Gurken, Tomate, eine selbstgemachte Soße und Aubergine. Das ist medium rare. Was? Hartz IV medium rare. Das Boah. Ist, weil du so schnell rausgenommen hast, Digga. Deswegen, ja, weil das medium rare ist. Ich wollte doch nicht durch, dass es trocken ist. Du kannst ja auf verschiedene Art und Weisen machen. Medium rare. Einer denkt, er hat das extra gemacht. Ich wollte eigentlich noch Mushrooms reinmachen, aber ich wusste nicht. Ob ihm das gefällt. Mann, warum kräckere ich immer? Aber ich muss wirklich, voila, es sieht sehr, sehr lecker aus. Die Zwiebeln sehen sehr, sehr gut aus. Kann ich davon ein paar auf meinen Burger machen? Warte mal, gib mir mal einen Teller, Digga. Ja, okay. Hier, es gibt leider keinen anderen. Okay, ich habe noch andere. Von der Pfanne dieses Metall mit reinnehmen, lecker. Aussehen, Geschmack. Und Einfallsreichtum. Obwohl, wollt ihr nicht, eure Zuschauer sind dumm. Nein. Ja. Spaß. Sehr gut, wir sind jetzt soweit. Die beiden Jungs haben ihre Burger fertig gemacht. Die sehen auch sehr, sehr lecker aus. Sagen schon alle, das riecht hier hammerlecker. Ich sag's euch. Also ich bin echt überrascht, dass der Junge überhaupt was benutzen konnte und sich nicht abgefackelt hat. Ich auch, sag ich dir ehrlich. Und was ich bei dir vermutet habe, ist, dass nur ein halber Burger ankommt. Du hast schon geschnitten, weil du die andere Hälfte essen willst, wie ich sehe. Der von Abu sieht so aus, als wäre da viel mehr Liebe reingeflossen. Er hat ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Aber ich sehe hier ein Stück Aubergine und ich mag Aubergine. Oh, wichtig. Und noch eine Sache, ich habe die Soße komplett selber gemacht. Ich selber? Auch. Ja. Ich auch. Du auch? Er hat Ketchup und Mayo gemischt. Nein. So hat man früher Cocktailsoße gemacht. Er will Psychospielchen gerade spielen. Ja, wirklich, vertrau mir. Okay, du fängst jetzt an. Dann fangen wir an. Es sind wirklich Psychospielchen auch aktiv. Er sagt, ich soll den Burger so nehmen und komplett reinbeißen. Er wird eh nicht fertig sein. Die Bulette ist dicker als ich. Zeig mal die Bulette. Okay, ist aber zu doll, glaube ich, durch. Digga, perfekt. Guck mal, wie er schon lacht, weil er weiß, dass es perfekt ist. Kann es sein, dass du Doppelfleisch hast? Ja. Du bist so ein Gerissener, ich weiß nicht. Oder wer bestellt nicht Doppelfleisch? Die einzigen, wo wir das früher nicht gemacht haben, wenn ich nicht genug Geld hatte, warte mal, Aussehen hast du schon 1 bis 10 im Kopf? Habe ich schon im Kopf. Und ich weiß, dass er so ein Medium-Rare-Typ ist, deswegen habe ich versucht, Mitte ein bisschen rosa zu lassen. Okay. Ja, das war nicht spontan. Guck mal, der fällt schon auseinander. Ja, Schon auseinander. Da ist ja auch guck mal, das ist... Sei einfach leise. Man merkt schon. Ich glaube, ich weiß, was er sagen wird. Okay. Ich muss ehrlich sagen, das sieht nur nach Kochen aus, aber die Jungs machen draußen ein IQ-Spiel, das merkt man. Rohats Burger ist gut gemacht, aber der Brotanteil ist für meinen Geschmack zu hoch. Das wusste Abu. Ich wusste das. Hat eindeutig eine Schicht mehr Fleisch reingemacht, um mich zu manipulieren und mehr Soße, um den Geschmack des Brotes abzudecken. Weil... Bist du noch weiter? Mir fällt noch eins auf. Qualitativ ist das Brot nicht gleichwertig wie das Fleisch. Das Fleisch setzt sich ab. Und ich muss sagen, vom Optik her ist deins besser, vom Geschmack her deins und ich finde, Geschmack überwiegt. Aber warte mal, jetzt nicht nur das. Bruder, wie lecker war der bitte gerade? Der ist Hammer. Seiner ist auch lecker, aber der ist perfekt. Wow, der war richtig krass. Okay. Der ist nach unserem Geschmack. Er ist einfach zu trocken. Er hat eine Scheibe Käse und das war's. Ich habe Soße selber gemacht. Hättest du gesehen, wie hauchdünn er Soße geschmiert hat unten? 4 Soße, 2. Scheibe Käse wäre deiner perfekt gewesen. Abu hat ja früher Butter gelöffelt. Er weiß, was das für eine Butter ist. Bruder, weißt du, was ich machen wollte wegen dem Brot? Ich wollte das knusprig machen. Deswegen wollte ich die 2. Pfanne haben. Ich weiß, ich auch. Aber ich will, dass es weich bleibt, weil wenn ihr das ist sehr, 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 sehr weich, das Brot. Er hat gar nicht die Details gesehen, dass ich die Zwiebeln angebraten habe. Habe ich gesehen, die Zwiebeln sind gut. Schmeckt auch gut. Geschmack überwiegt. Das heißt, welcher würdest du sagen, im Endeffekt, welchen Burger würdest du nochmal eher essen? Deinen. Ich bin so froh. Eindeutig. Aber ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass Rohat so einen schönen Burger hinbekommt. Er ist erstaunlich wirklich gut. Ich habe ihn bei Mickey in der Küche gesehen. Er hat gekocht, wie meine Tochter hat besser gekocht. Die ist 9.
Der ist erstaunlich gut, ohne Spaß, aber er hat einfach meinen Geschmack getroffen mit der Ausstattung. Ich bin zum Beispiel einer, ich hasse Gurken. Gurken auf dem Burger, verstehe ich nicht. Ich mag Gurken. Deswegen habe ich auch keine Gurken. Muss? Ich hab keine Gurken hier drin. Magst ja. du die? Und das ist ja, das. Ich habe mich in den Kopf vom Breitenbeck reinversetzt. Hätte ich den Burger nur für mich gemacht, oder ich hätte Doppelfleisch, Doppelkäse, Soße und das war's. Kein Grünzeug, nix. Ja. Das merkt man. Zack, 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 zack. Aubergine, Bruder, gebratene Aubergine. Bruder, das ist fast wie Pommes. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, meine Mutter macht vielen Dank für die Dings. Nicht mal jetzt kriegst du einen. Aber Rohat war ein guter Gegner. Auf meinem Kanal könnt ihr auch noch mal schauen, da ist. Was haben wir da gemacht? Wer macht den besseren Hotdog? Wer macht den besseren Hotdog? Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Schaut bei Kingcans vorbei. KC Family für 10%. Und einmal bitte in den Kommentaren. Wir sind ja alle drei auf, den, ne, auf das Gesicht von Kingcans, ob wir Breitenbeck rausschneiden sollen. Da verlieren wir, viele Kunden, Digga. Sehr, sehr viele. Weil die, wenn die dein Ding sehen, dann denken die, warum ist er so dünn? Das passt nicht. Kurz auf K.